Daniel Ernst kann es gar nicht mehr erwarten. Ein Foto noch, dann dürfen er und sein Kollege Andreas Kremerius endlich rein in den neuen Rettungswagen, auf den sich die beiden schon seit Monaten freuen. Ich bin jetzt doch schon seit 14 Jahren in dem Kreisverband und durfte das ein oder andere Mal ein Fahrzeug abholen. Aber tatsächlich, wie gesagt, auf das habe ich mich schon besonders gefreut, weil es eben so viele Neuerungen gibt. Ja, dem Rettungswagen der Generation 2023 eilt ein Ruf voraus. Jetzt dürfen die beiden Rettungssanitäter die Neuerungen endlich auch in Augenschein nehmen. Hier hinten, beim Zugang zu der Reserve-Sauerstoffflasche, wurde sogar ein Verbesserungsvorschlag aus der Praxis übernommen. Das war die Idee von dem Auszubildenden in einem Kreisverband. Vorher war es so, dass das komplette Ding aufklappen müssen, um unten an die Flasche ranzukommen. Zugegeben, auf den ersten Blick wirkt alles recht schlicht. Aber Andreas Kremerius kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Ich bin begeistert. Vom Sitz aufmachen kannst. Ja, ich bin begeistert. Es ist ganz viel neu, komplett neues Auto. Die Trage lässt sich nun seitlich verschieben, je nachdem, wo gerade bei der Behandlung mehr Platz gebraucht wird. Der Hersteller der Tragenlagerung verspricht den Patienten ein völlig neues Komforterlebnis. Vielen sei nämlich bei der Fahrt im Liegen richtig schlecht geworden. Das sei jetzt dank Luftfederung kein Thema mehr, genauso wenig wie das Durchschlagen der Federung. Ist es oben oder unten anschlagen, ist ja das Wildeste für einen Patienten. Der zum Beispiel, wenn man Wirbelsäulenverletzung hat, kriegst du einen richtigen Schlag rein. Das ist genau das, was man nicht brauchen kann. Die Trage selbst muss eigentlich nur in Ausnahmesituationen wirklich getragen werden. In engen Treppenhäusern mutiert sie sogar mit zwei Handgriffen zu einer Art Rollstuhl, der hoffentlich auch in die meisten Aufzüge passt. Einziger Nachteil, die Bedienung der verschiedenen Systeme muss in Fleisch und Blut übergehen. Es wird viel Arbeit. Viel üben, viel schulen. Das ist definitiv eine Umstellung, ja. Bei der Abfahrt drücken alle erstmal kräftig auf die neue Hupe, die das Martinshorn ergänzen soll. Weil die Autofahrer im Stadtverkehr das normale Tatütata oft ignorieren, erzählt Andreas Kremerius. Er hofft, dass die vielen Neuerungen sich nun auch in der Praxis bewähren. Eine Arbeitserleichterung für uns ist auch eine Verbesserung für den Patienten in jeder Form. Vor allem auch in hochkritischen Situationen hat man mehr Hände frei, habe ich das Gefühl. Man möchte eigentlich nur noch mit dem Rettungswagen Jahrgang 2023 gerettet werden, wenn es denn sein muss.